Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Railway Empire. Ja, wir haben wieder mal ein Stauproblem hier. Und zwar hier oben sehe ich gerade. Zu geringe Wartungsintervalle, schlechtes Brennmaterial, inkompetentes Personal. Wo willst du hin? Du fährst nicht weiter. Warum fährst du nicht weiter, mein Freund? Nein. Du musst wahrscheinlich da hoch, oder? Genau. Okay. Wo musst du hin? Du musst auf das Gleis, okay. Pass auf, dann machen wir es anders. Dann wirst du jetzt auf das Einser gehen. Es ist hier schon mal ein bisschen mehr Platz. Und du gehst dann... Ah ja, schon ist gelöst, ne, das Problem. Wunderbar. Gut. Wir machen weiter mit unserem Frankreich-DLC. Wollt doch irgendwo noch hier, ah ja, hier. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Und das ist unser kleiner Störenfried, der immer alles besser weiß. So, warte auf. Getreide braucht ihr hier, da unten. Warte mal, haben wir hier nicht... Wo ist denn der Getreidezug? Sind zwei unterwegs? Nee, von hier aus. Ah, nur einer ist noch unterwegs. Okay. Ja, den klonen wir mal wieder. Oder was hat der für eine Strecke? Ah, dann muss ich um beides kümmern. Okay. Dann machen wir. Machen wir zwei drauf. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. So. Gut. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren. Aber neugierig bin ich schon. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Käse. So, dann haben wir es gekauft, ne? Wunderbar. Das ist ein kleines Wettrennen, das ist das Problem hier. Ja, da bieten wir mit. Ich wollte nur den Preis in die Höhe tragen. Ja, ja. Schau mal her. So. Gut, dann würde ich sagen, wie schaut es jetzt hier aus? Okay. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Brauchen die eigentlich? Ah, die brauchen Rüben. Ja, Rüben haben sie von hier aus, ja. Natürlich jetzt ein bisschen kurz, ne, der Bahnhof hier. Also, die Strecke meine ich. Pass auf. Aber die 500.000, die werden wir jetzt nicht einfach verstreichen lassen. Viel zu schade.
Ist halt so ein kleines. Ja. Ausweichgleis hier, ne? Ja. Muss auch gehen. Was haben wir hier? Wunderbar. Achso, wir kommen nicht rüber, ne? Doof. Das ist jetzt blöd. Wir machen es anders. Dann machen wir das weg. Das auch weg. Dann machen wir das hinten rum. Machen wir das so hin, würde ich sagen. Und so. Signale nicht vergessen. Genau, das kommt weg. Da kommt jetzt hin. So. So blöd, dass das halt jetzt so eine kleine Strecke ist hier, aber was willst du machen? Ne? Da reicht auch so eine kleine, schwache Lok. Genau. So. Irgendwo war da noch einer mit drüben, oder? Nee. Okay, gut, dann läuft es hier soweit. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Ah, die hier, Straßburg. Ja, die kann man natürlich auch noch beliefern, ist klar, warte. Hätte ich doch ausbauen können. Warte mal. So. Ja, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir das so machen. Genau. So. Das machen wir weg. Pass auf, und jetzt du mit deinen Rüben, genau, du fährst jetzt von da nach dahin. Dann macht er nämlich wunderbar schön Gewinn hier. Wieso sind die wieder am Linken? Ah, die haben wieder kein Holz. Oje, 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 da ist ja alles nicht da. Das ist schlecht. Mhm. Hauptsache das Holz fehlt hier. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ja, sollen wir da eine Strecke bauen von hier nach hier, schon weit, ne? Also. Uff. Hast du schon meine neue Fabrik bemerkt? Ja, ja. Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Boah, 1 Million kostet das hier. Ich kaufe jetzt nochmal eine Aktie. Aber wir bräuchten dann Hub. Das wäre halt das Ideale jetzt. Weil Holz haben wir hier nicht. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich war so frei, hier eine Fabrik zu errichten.
hier. Können wir die Produktion. Oh ja, warum nicht? Wenn wir die mal ein bisschen ärgern hier. So. Zu schauen, dass wir unsere Aktienkurse hochhalten, damit der nicht so viel kaufen kann. So. Ja, hier steht schon wieder alles, ne? Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. So. Weiter geht's. Ah, die brauchen Stoffe da unten. Ah ja, da unten sind die. Sehr gut. Warte. Das müssen wir noch anschließen, genau. Durch deinen Bahnhof können die produzierten Waren viel besser in die Stadt gelangen. Sollen wir da einen Tunnel bauen? Oh ja, warum nicht? Ab und zu mal einen Tunnel, kann auch nicht schaden. Und dann so. Sonst haben die Probleme, da ihre Stoffe zu fertigen. Und jetzt bitte eine Zuglinie. Was? Dynamit? Oh ja, das ist auch noch eine Idee. Ja, der ist überall dabei. Ich wollte nur den Preis in die Höhe treiben. Und jetzt die 1 zu 1 wieder, genau. Sehr gut, dann kriegen die Stoffe und dann können die verteilen, die Stoffe. Gibt es eigentlich schon eine Bahnlinie? Nein, gibt es eine Bahnlinie Richtung Dijon? Ja, oder? Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Warte mal, das könnte ich auch gleich kaufen hier. Erhöhen wir mal, bitte. So. Heizer drauf, bitte. So, Gleiter geht auch, wunderbar. Den klonen wir gleich mal. Würde ich sagen. Der Bau, das ist Wahnsinn. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal?
Was ist mit dem hier? Die haben zu viele Tiere. Ja, okay. Schweine, dann machen wir es anders. Dann macht ihr noch da hier Straßburg. So. Okay. Gut. Ja, wie lange wir dieses Let's Play machen, weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen, je nachdem, wie ich Lust habe. Schau, genau, so, sehr gut. Kurz was gucken hier. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Nein. Inkompetentes Nein. Personal? Alles gut. Ha. Geht doch. So. Wir könnten jetzt dem ein bisschen in die Suppe spucken, dem Herrn hier. Hier dem einfach mal einen Bahnhof hier reinsetzen. Warum würde jemand mit klarem Verstand hier noch einen Bahnhof bauen? Ja, das fragst du dich mal bitte, ne? Weil du hast ja angefangen mit dem Käse, nicht ich. So. Ist doch wahr. Mal klare Kante zeigen hier. So. Was der kann, können wir auch, ne? Ganz einfach. So. Lassen wir uns hier nicht verdrängen. Würde ich sagen, so Versorgungsturm noch rein, so. Ist das hier? Warte mal, kurz hat der Holz. Ja, Holz hat er, aber kein Wein und kein Getreide. Ja. Das ist gut. Pass auf, dann machen wir hier eine Zuglinie von Je nach Dijon. Nein, will ich nicht. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass es so schlimm um dein Unternehmen steht. Könnte mir gleich noch einen zweiten Zug draufsetzen, würde ich sagen. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Können wir jetzt gleich klonen? Genau. Oh. Natürlich, da fehlt wieder der Turm. Den Betrieb kaufen wir. Werden den jetzt ein bisschen anheben. So. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle, schlechtes Brennmaterial, inkompetentes Personal? So, ich schau mal kurz was nach. Was haben wir denn hier noch? Getreide brauchen wir aber ganz dringend. Ein weiterer Bahnhof schien in dieser Stadt angemessen.
Naja. Es hat ja Probleme mit Getreide. Wo ist denn hier Getreide? Pass auf, wir liefern dem jetzt hier mal Getreide rüber. Muss ich nur schauen, wie wir es am besten machen. Das wäre eine Idee hier rüber, ne? Weiß nicht, ob er das macht. Ob der das hier so macht, wie ich mir das vorstelle. Also praktisch im Halbkreis rüber. Ja, so nicht. Ob er das als Zugstrecke anerkennt. Keine Ahnung. Das geht, okay. So. Und so und so. Der kommt weg. Der auch. Okay. Gut. Und jetzt eine Zuglinie von da nach da. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Ja, wir müssen da die Show ausbauen. Hilft nichts, ich sehe schon. Das wird sonst nichts. Ja, wir müssen den Bahnhof ausbauen. Weil sonst haben wir bald ein Problem. Pass auf, wir machen hier bitte mal kurz das so. Zu eng, nee, oder? Nee, wunderbar. Genau. Perfekt auf der Seite. Und jetzt kommt noch die andere Seite dran. Jetzt? Ah, der fällt es dahin. Okay, auch gut. Zu funktionieren. Moment, wir machen da noch bitte eine Weiche hin, wenn es geht. Das war gut. Was haben wir hier? Ah, Sehenswürdigkeiten. Ja.
In die Shore, was können wir denn da hinbauen? Ich würde sagen, da bauen wir mal ein Museum hin. Dieser Shore. Kommt schon wieder, warum denn? Jetzt werde ich kein Getreide mehr haben, ne? Ja, es kommt gleich. Keine Panik. So, Straßburg. Das wächst, sehr gut. Ist jetzt der Zug da noch nicht da? Okay. Aber der fährt jetzt. Wie fährt der? Genau so. Wunderbar. Oh, da fehlt eine Weiche, ne? Das Problem kenne ich. Ja. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Da fehlt doch eine Weiche hier. Je, Mini, die Weiche fehlt hier wieder. Nee, mag er nicht. Oder wir machen die hier hin. Ja, so ist, glaube ich, besser. Weil dann kommen die Züge da besser rüber, würde ich sagen, oder? Genau. Gut, dann würde ich sagen, den klonen wir gleich nochmal. Gut, okay. Ja, wir kommen ein Stück weiter und machen dem Gegner ein bisschen hier das Leben streitig. Das macht aber nichts. Ja, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat natürlich. Abo nie vergessen und rechts um die Playlist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.